Ich rufe dann auf den Punkt 69, Antrag der Fraktion DIE LINKE. Betreffend eine Aktuelle Stunde Roland Kochs Privatisierungspolitik kommt Hessen teuer zu stehen. Immer mehr Details über das Ausmaß des Schadens durch Verkauf und Rückmietung des Sozialministeriums kommen ans Licht. 1965/58 beginnt der Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Ui. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 2005 hat die CDU-geführte Landesregierung unter Roland Koch im Rahmen der sogenannten Leo 1 und 2 Geschäfte im großen Stil 54 landeseigene Immobilien erst verkauft, um sie dann zurückzumieten. In der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses haben wir uns mit zwei Berichtsanträgen zu den Kosten dieser Sale-and-Lease-Back-Geschäfte, einem Antrag der FDP, einem der SPD, im Rahmen dieser Veräußerung von Landesimmobilien beschäftigt. 13 Jahre später, und deswegen war es auch richtig, das im Haushaltsausschuss zu besprechen, ist es auch Zeit, eine vorläufige Bilanz dieser Geschäfte zu ziehen. Der Finanzminister Dr. Schäfer allerdings hat sich im Ausschuss ein Stück weit um die Frage gewunden, ob diese Geschäfte aus heutiger Sicht für das Land überhaupt wirtschaftlich gewesen sind. Der Finanzminister hat lediglich erklärt, dass die Methodik, mit der diese Frage damals beurteilt wurde, aus heutiger Sicht nicht falsch sei. Mit anderen Worten, Sie selbst trauen sich heute nicht mehr klar zu sagen, ob Leo 1 und 2 dem Land wirtschaftliche Vorteile gebracht haben. Ich sage Ihnen, welch ein Offenbarungseid. Denn die Wahrheit ist, diese Privatisierungsgeschäfte die schaden dem Land bis heute und sind ein Fass ohne Boden. Und beispielhaft für dieses Desaster ist das Gebäude im Wiesbadener Behördenzentrum, in dem sich das Sozialministerium befand. In den Unterlagen zum Verkauf, die damals vorgelegt wurden, findet sich eine klare Formulierung. Ich zitiere: Der Vermieter zur Instandhaltung und Instandsetzung einschließlich Wartung sowie erforderliche Ersetzung und Erneuerung der Mietsache an Dach und Fach auf seine Kosten verpflichtet ist. Drucksache 19/4603. Für jeden Mieter ist das eine eigentlich doch Selbstverständlichkeit. Dennoch war es natürlich schön, dass das in der Drucksache so noch einmal deutlich aufgeführt wurde. Das Problem ist nur, mittlerweile veranlasst das Land hier als Mieterin selbst Maßnahmen, und zwar nicht zu knapp. Denn wie in der Allgemeinen Zeitung nachzulesen war, ist das Gebäude, ich zitiere, ist das Gebäude des Ministeriums, weil nichts mehr investiert wurde, in schlechtem Zustand. Im Sommer herrscht Bullenhitze, im Winter müssen mehr als 1.000 elektrische Heizlüfter eingesetzt werden, um Zimmertemperatur zu erreichen. Das Gebäude das steht mittlerweile leer und wird energetisch saniert. Aber von wem? Vom Land. Ich sage Ihnen, solche Mieter können man sich als Vermieter natürlich nur wünschen. Wer zieht denn schon aus einem Gebäude aus, das er einem dann erst verkauft, dann zurückmietet und dann noch auf eigene Kosten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vornimmt? Das ist ja ein schönes Geschäft für den Vermieter. Wir werden also scheibchenweise erfahren, wie teuer Leo 1 und 2 dem Land Hessen tatsächlich kommen werden. Doch eines ist klar, schon vor dem Verkauf wurde das Geschäft mit Annahmen schöngerechnet, die nicht haltbar waren. Und das Schlimme ist, noch nicht einmal eine Ausstiegsklausel haben Sie vereinbart. Und dann behaupten Sie hier im Plenum allen Ernstes immer wieder, dass die Privaten alles besser können als der Staat. Was für ein Trugschluss. Eines, da gebe ich Ihnen aber recht. Das können private Unternehmen wirklich besser, Rendite für ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Und im Fall von Leo 1 und 2 werden diese Profite auch noch direkt aus Steuermitteln finanziert. Was für eine Tragödie. Leo 1 und 2 die waren von Anfang an allein darauf ausgerichtet, kurzfristig und kurzsichtig Geld in die Kassen des Landes zu spülen, damit Steuergeschenke auf Bundesebene in Hessen keine noch größeren Haushaltslöcher reißen und die Schuldenberge, die sie angehäuft haben, nicht noch weiter anwachsen. Niemals, aber auch wirklich niemals, waren diese Geschäfte darauf angelegt, langfristig sparsam mit öffentlichen Mitteln umzugehen, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und bis heute belasten die Folgen dieser
Privatisierungspolitik der ehemaligen Koch-Regierung, die hessische Bevölkerung und das Land Hessen. Ja, Ihr Privatisierungswahn ging so weit, dass Sie sogar unser Universitätsklinikum Gießen und Marburg zu Dumpingpreisen an einen Aktienkonzern verschleudert haben. Und dann haben Sie letzten Jahres sogar Roland Koch noch mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille ausgezeichnet. Ich finde, dafür sollten Sie sich schämen. Denn dem Auftrag, Schaden vom Lande Hessen abzuwenden, dem ist Roland Koch nachweislich nicht nachgekommen. Aber eine Medaille, die hat er sich redlich verdient. Die Alfred-Dregger-Medaille, die haben Sie ihm zu Recht verliehen. Und ich finde, die Menschen in Hessen haben den Anspruch, auf Euro und Cent zu wissen, wie teuer Leo 1 und 2 unter den heute bekannten Umständen wirklich waren. Für uns jedenfalls bleibt es dabei. Privatisierung ist Diebstahl öffentlichen Eigentums. Es muss ein für alle Mal Schluss sein mit windigen Spekulationsgeschäften zugunsten von Privatkonzernen und zulasten der Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Abg. Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der LINKEN versucht mal wieder, in dieser Aktuellen Stunde zu skandalisieren, wo es keinen Skandal gibt. Und ich werde auch gerne den von Ihnen angesprochenen vermeintlichen Skandal wieder zurückholen auf die gebotene sachliche Ebene. In den Jahren 2004 bis 2006 konnte das Land Hessen durch Leo 0 bis Leo 2 über 2 Milliarden € einnehmen. Das ist Fakt, und das halten wir doch schon einmal fest. Zum damaligen Zeitpunkt hat sich das Land renommierter Berater bedient, die die Alternativen Verkauf oder Verbleib im Landeseigentum geprüft und berechnet haben. Und das Ergebnis war eindeutig. Und aus damaliger Sicht war die Alternative Verkauf und Zurückmieten deutlich günstiger als die Alternative Verbleib im Landeseigentum. Und diese Berechnungen sind damals veröffentlicht worden, sind im Haushaltsausschuss diskutiert und sind auch allen bekannt. Und auch die Ergebnisse der Berechnungen wurden zum damaligen Zeitpunkt vom Landesrechnungshof geprüft und ebenfalls so anerkannt. Das können Sie alles den Protokollen entnehmen. Dafür müssen Sie nur lesen können. Das ist Faktenlage, und das ist für mich noch immer kein Skandal. Und wenn Herr Dr. Hahn in den Kinzigtal-Nachrichten vom 30.05. von einem schlechten Geschäft spricht und dies verurteilt, so müssen Sie mir aber einmal erklären, wenn das so glockenklar ist, warum die damalige FDP-Landtagsfraktion dem Verkauf damals zugestimmt hat. Vor allem unter Kenntnis der von Ihnen heute, Herr Schmidt, Sie können ja gleich, hören Sie doch einen kleinen Moment zu und dann können Sie. Vor allem unter Kenntnis, Herr Dr. Hahn, der von Ihnen heute kritisierten Verantwortung der Sanierung nur für Dach und Fach des Vermieters. Das stand schon damals fest, und das hat Sie damals anscheinend nicht gestört. Und es war damals ein gutes Geschäft. Viele Experten haben dem damaligen Finanzminister Weimar attestiert und ihm sogar dazu beglückwünscht, dass der Verkaufszeitpunkt nahezu ideal gewählt wurde. Die heutige Diskussion ist vor allem durch den ehemaligen Standort des Sozialministeriums in der Dostojewski-Straße entstanden. Das Gebäude soll für die erwähnten 19 Millionen € saniert werden. Hier wurden der Landesregierung Verschleierung oder Ähnliches vorgeworfen. Ebenfalls wurde öffentlich dargestellt, dass die Abgeordneten von den Kostensteigerungen, die unter anderem der energetischen Sanierung geschuldet ist, nichts gewusst haben. Und diese Behauptung, das muss ich so sagen, die ist eigentlich schon frech. Denn die Kostensteigerungen sind den Abgeordneten schon seit 2017 bekannt und wurden damals im Haushaltsplan veranschlagt.
ebenso im Doppelhaushalt 2018-2019. Und der einzig wirkliche Skandal bei der ganzen Sache ist, dass Ihre sogenannten Experten den Haushalt wohl nicht gründlich gelesen haben und es Ihnen jetzt aus lauter Ideenlosigkeit für eine Aktuelle Stunde wieder eingefallen ist, dass da was war. In den Haushaltsberatungen kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand irgendetwas zu kritisieren hatte. Ein Skandal, dass Sie als haushaltspolitischer Sprecher, Herr Schalauske, dass Sie das übersehen haben. Und Ihr letzter Vorwurf, den Sie uns machen, die angeblich doppelten Mietzahlungen für das neue und das leerstehende Gebäude, nehme ich zum Schluss auch noch gerne auf. Die Antwort darauf kennen Sie doch auch eigentlich. Die haben wir alle in der letzten Plenarsitzung vernommen. Aber ich wiederhole sie gerne noch einmal. Es ist selten vermeidbar, dass ein gewisser Leerstand eines Dienstgebäudes bei dem Auszug einer Dienststelle auftritt. Warum? Da es je nach Zustand der Immobilie aufgrund der Dauer der Nutzung eben zu Herrichtungs- und Sanierungsmaßnahmen kommt, bevor ein neuer Nutzer einziehen kann. Das ist doch beim besten Willen nun auch kein Skandal. Das kommt überall vor, nicht nur bei Landesimmobilien, nicht nur bei staatlichen Dienststellen, sondern sogar dann, wenn Jan S. aus M. privat aus seiner Wohnung auszieht und bevor der neue Mieter kommt, die Wände gestrichen werden müssen. Unabhängig davon ist der Leerstand in den Leo-Immobilien unterdurchschnittlich gering, wie Sie sicher auch in der vergangenen Sitzung des Haushaltsausschusses vernommen haben. Fazit: Der Verkauf der Landesimmobilien war unter den damaligen gegebenen Umständen ein gutes Geschäft. Die doppelten Mietkosten sind aufgrund der Sanierung nichts Außergewöhnliches. Und die Kostensteigerung, die nun skandalisiert wird, hat seit 2017 niemand gestört. Jetzt, wo die Landtagswahl näher rückt, suchen Sie scheinbar verzweifelt nach Themen und nach Skandalen. Ich muss Ihnen sagen, Kollegin Arnold, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Das wird Ihnen leider nicht gelingen. Vielen Dank, Kollegin Lena Arnold. Das Wort hat der Abg. Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Ich muss beginnen mit einer wichtigen Richtigstellung und Ergänzung des Berichts über die Landtagsfraktion. Der Präsident hat vergessen, darauf hinzuweisen, dass für alle Insider und Kritiker der Fußballnationalmannschaft, dass bei der Landtagself die Außenverteidiger deutlich schneller waren als der Schiedsrichter. Das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die dümmsten, schlechtesten, verlustreichen Geschäfte, die das Land Hessen je abgeschlossen hat, waren die Geschäfte, die Immobiliengeschäfte, der Verkauf von Landesimmobilien und die sofortige Rückmietung im Rahmen der sogenannten Leo 0, 1 und 2 Geschäfte. Nein, Herr Boddenberg, hätte das Land 2004, und Sie haben damals ja auch zugestimmt, Kredite in Höhe von 2,1 Milliarden € aufgenommen, anstelle die Haushaltslöcher durch den Verkauf unter anderem von Ministerien, Polizeipräsidien, Finanzämtern und Gerichtsgebäuden zu stoppen, wären rund 1,7 Milliarden € an Zinsen in einer Laufzeit von 30 Jahren angefallen. Das ist das Ergebnis, das auch die Antwort auf unsere Anfrage der Finanzminister vorgetragen hat. Meine Damen und Herren, 1,7 Milliarden € wären sozusagen die normale Kreditaufnahme gewesen für diese 2,1 Milliarden €, die aufgenommen wird. Für die Rückmietung werden aber für die gleiche Laufzeit über 4 Milliarden € fällig, meine Damen und Herren. Alleine bis heute, nach 13 Jahren, sind bereits Mieten in Höhe von 1,4 Milliarden € angefallen, meine Damen und Herren. Und selbst, was auch eine Variante wäre, selbst wenn man, was wir eigentlich damals 2004 immer gemacht hat, Kredite nur mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen hätte und jetzt vor 3 Jahren verlängert hätte, wenn wir damals auf 30 Jahre gegangen wären,
wären 3 Milliarden € an Zinskosten aufgelaufen. So entstehen 4 Milliarden €. Auch selbst in diesem Fall ein Verlustgeschäft von 1 Milliarde €, wenn man normal vorgegangen wäre, sogar von 2 Milliarden €. Meine Damen und Herren, und da sprechen Sie, Frau Arnold, dass das kein Skandal ist. Ich finde es schon ein Skandal, wenn Hessen 1 Milliarde oder 2 Milliarden € mehr zahlen muss, als ein anständiges Geschäft damals zu machen. Und eines ist ja auch klar geworden. Sie haben ja die SPD oder die GRÜNEN angesprochen. Die GRÜNEN haben übrigens bei Ihrer Rede nicht einmal geklatscht. Das ist auch klar. Die GRÜNEN waren nämlich genauso wie wir harter Kritiker. Deswegen kann überhaupt niemand sagen, dass wir sie nicht gewarnt haben. Es war genau unsere Einlassung, dass es ein ganz schlechtes Geschäft am Ende wird. Das haben Sie zu verantworten. Und wer war das? Roland Koch, Karl-Heinz Weimar in erster Front, aber auch der Ministerpräsident hat zugestimmt, dass wir heute mindestens 1 Milliarde, wenn nicht sogar 2 Milliarden € mehr zahlen müssen, meine Damen und Herren. Und der Höhepunkt ist in der Tat Dostojewski-Straße, wo wir als Mieter Dinge übernehmen, die ganz eindeutig der Vermieter, der Eigentümer zu tragen hätte. Das steht eindeutig zitiert worden hier in der Vorlage. Wir übernehmen Maßnahmen der Bauphysik. Wir übernehmen Maßnahmen des Fensters, eindeutig Sache des Vermieters, und das Land soll jetzt zahlen. Das ist der Skandal, meine Damen und Herren. Wir schmeißen 19 Milliarden Billionen Euro raus. Ich komme zum letzten Satz. 19 Millionen schmeißen wir raus. Meine Damen und Herren, das Land muss also doppelte Miete zahlen, die Sanierungskosten übernehmen und macht auch den Eigentümer noch reicher. Das ist dreifach dämlich, meine Damen und Herren. Und das ist der Skandal. Und die politische Verantwortung trägt die CDU und alle, die zugestimmt haben, insbesondere der Ministerpräsident. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Nammert-Schmidt. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg Oberhahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Nachdem Frau Kollegin Arnold das Verhalten der FDP-Fraktion, deren Fraktionsvorsitzender ich zu diesem Zeitpunkt auch gewesen bin, angesprochen habe, will ich aus meiner Erkenntnis, aus meiner Rückblende die Jahre 2005, 2006 noch einmal für 30 bis 60 Sekunden Revue passieren lassen. Wir hatten eine Finanzsituation, die war dramatisch. Wir, das Land Hessen. Wir hatten sowohl beim Bereich der Liquidität wie aber auch bei dem Erreichen der Schuldengrenze, nennen Sie das mal, wie Sie wollen, Verschuldensgrenze, jeweils das Limit überschritten. Offensichtlich sage ich nichts Falsches, weil der Freund Walter Arnold noch positiv guckt. In dieser Situation, ja, wir waren damals nicht in der Regierung. Deshalb habe ich das gesagt. Wir waren damals, irgendjemand hat gesagt, es war eine CDU-geführte Regierung, Herr Schalauske, falsch. Es war eine CDU-Alleinregierung. Sie haben es aber gesagt. Entschuldigung. Es war eine CDU-Alleinregierung. So, und dann wurde uns gesagt, wir machen mehrere Dinge, um wieder unter das Limit zu kommen, sodass man wieder ein bisschen Luft zum Atmen hat. Ich sage Liquidität und Verschulden. Es war beides gewesen. Es war nicht nur eines. Und dann gab es Ideen, die wir total doof fanden, wie z.B. den Verkauf der Nordhessischen Baugesellschaft an die Nassauische Heimstätte. Das war eine linke Tasche, rechte Tasche Veranstaltung. Das Geld kam dann in den Landeshaushalt. Und das Zweite war gewesen, dieser Verkauf der Immobilien. Und da sind wir vielleicht ein bisschen blauäugig in die Veranstaltung hereingegangen, denn grundsätzlich sind wir für Privatisierung. Grundsätzlich finden wir es klug, dass so etwas gemacht wird. Da wir aber nicht die gesamten Akten hatten, haben wir uns dann auch von den Aussagen von Karl-Heinz Weimar insbesondere überzeugen lassen, dass das ein vernünftiger Deal ist. Aus heutiger Sicht, und ich sage jetzt, ohne dass ich irgendeine Pflicht verletze, schon aus Sicht des früheren amtierenden Justizministers, weiß ich, dass das so nicht stimmt. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, fragen wir jetzt das Finanzministerium, Herrn Staatssekretär Dr. Worms und natürlich insbesondere den Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, was passiert denn jetzt damit? Ist es nicht richtig, und das ist unser Vorschlag,
dass jetzt jede einzelne Immobilie durchgegangen wird. Und zwar die Frage, was soll passieren? Schnell aussteigen, auslaufen lassen, verlängern oder zurückkaufen. Das sind, glaube ich, die vier Alternativen, die denklogisch bestehen. Was macht ihr denn jetzt damit? Wo sind denn noch Risiken? Ich weise einmal auf das Gebäude des Amtsgerichts in Itzstein hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Antwort müssen Sie uns geben. Und wenn Sie sie nicht freiwillig geben, dann werden wir sie über entsprechende parlamentarische Initiativen erzwingen. Und damit Sie, und das ist unser zweiter Vorschlag, nein, unsere zweite Forderung, damit Sie das auch vernünftig machen, nutzen Sie jetzt die Situation einer sauberen Bedarfsanalyse, welche Immobilien an welchen Standorten noch gebraucht werden, ausgebaut werden müssen oder geschlossen werden müssen, weil wir z. B. die Aktion auf das Land ja alle unterstützen. Als Minister habe ich einiges dazu beigetragen, dass das so gemacht worden ist. Ich sage nur Hünfeld als ein Beispiel, es gibt noch viele andere. Also klare Analyse muss z.B. die Hessische Straßenbauverwaltung in einer 1a bis 1b Lage in der Wilhelmstraße in Wiesbaden sein. Klare Antwort: Nein, muss sie nicht. Sie kann aufgrund der Digitalisierung überall in Hessen sitzen. Ich will jetzt nicht frech sagen, aber sie könnte sogar außerhalb von Hessen sitzen, aber das konterkariert unsere Bemühungen, dass wir die Straßenbaubehörde oder die Straßenbau AG des Bundes auch hier in Hessen platzieren wollen. Also, Sie merken, jetzt ist Zeit, und zwar der einzig richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir stellen jetzt einmal von den Örtlichkeiten, von den Immobilien alles zur Frage. Wir stellen alles zur Disposition. Natürlich bedenken Sie bitte dabei die Frage der Digitalisierung. Natürlich bedenken Sie bitte dabei die Frage der Demografie. Und wenn wir uns hier in dem Raum einig sind, glaube ich, kommt beim Ergebnis heraus, dass man nicht noch zusätzliche Immobilien bauen, kaufen, mieten, leasen muss im Rhein-Main-Gebiet, sondern in Osthessen, in Nordhessen, im ehemaligen, ich sage es bewusst einmal, Zonenrandgebiet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was damals falsch gelaufen ist, vom Ergebnis her jedenfalls, kann man nicht mehr wiedergutmachen. Da kann man darüber weinen, da kann man darüber polemisieren. Ja, Herr Kollege Dr. Wilken, der Beitrag Ihres Kollegen Schalauske war aber nicht vom Lernen geprägt, sondern er war vom Motzen geprägt. Und das machen wir Liberale nicht. Wir machen Vorschläge. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den Jahren 2005 bis 2007 gab es eine sehr engagiert geführte Debatte um die Immobilienverkäufe der damaligen CDU-Regierung. Ich erinnere mich noch gut an die Debatten im Haushaltsausschuss und auch hier im Plenum. Wir haben uns da trefflich darüber gestritten. Und ja, wir hatten, der Kollege Norbert Schmidt hat darauf hingewiesen, es waren insgesamt 55 Objekte von Verkauf Gutleutstraße, Leo 0 sozusagen, und dann in weiteren zwei Tranchen sind dann Leo 1 und 2 verkauft worden. Es waren Bürogebäude, die das Land noch nutzen wollte, Ministerien, Polizeipräsidien, Finanzämter. Und das war damals, das hat der Kollege Hahn beschrieben, es war sozusagen die Haushaltslage, die dazu die Landesregierung gebracht hat, wir müssen irgendwie Geld in die Kasse kriegen. Das waren dann auch 2,1 Millionen €, die diese Verkäufe gebracht haben. Das Land hat sich im Gegenzug 2,1 Milliarden €, hätte dir das nicht gelohnt. Das wäre noch ein schlechteres Geschäft gewesen.
Und im Gegenzug hat das Land Hessen sich verpflichtet, die Gebäude für 25 bis 30 Jahre zurückzumieten. Wir von den GRÜNEN fanden das damals schon kein gutes Geschäft. Und von dieser Kritik haben wir auch nichts zurückzunehmen. Und wer mag, kann die Debatten in der 16. Legislaturperiode im November 2005 und im Dezember 2006 auch noch einmal nachlesen. Und dann kann man eine sehr interessante Wendung bei der FDP nachvollziehen. Sie haben es ein bisschen versucht, hier in ein anderes Licht zu stellen, Herr Kollege Hahn. Ich habe das anders gelesen. Also, es war 2005, als wir noch es lässt sich im Plenarprotokoll nachlesen. 2005 hatte der damalige, sehr von mir geschätzte Kollege Herr von Hunyus noch viele Fragen an die Transaktion. Es sind auch Anregungen eingespeist worden von Ihrer Fraktion. Und dann wurden auch neue Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt. Und so hat dann im Dezember 2005 die FDP-Fraktion dem Leo-2-Paket zugestimmt. Und der damalige Kollege von Hunyus hat es so formuliert. Bei nüchterner Abwägung der Fakten und Beurteilung des Schemas und seiner Auswirkungen, die wir hier vor uns liegen haben, bleibt für uns nur eine einzige Entscheidung. Wir stimmen zu. Also, ich finde, das ist ziemlich klar und eindeutig. Ich will Ihnen einfach nur noch einmal Ihrer Erinnerung nachhelfen, Herr Kollege Hahn, dass die FDP sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und damals gesagt hat, wir stimmen zu. Klarer und eindeutiger kann man das nicht formulieren. Auch wir GRÜNE waren klar und eindeutig. Ich verzichte jetzt darauf, längere Passagen aus meinen damaligen Reden zu zitieren. Ja, ich beschränke mich auf einen Satz. Verkaufen kann man nur einmal, aber Miete zahlen müssen wir über längst mindestens 6 Legislaturperioden, und das belastet künftige Haushalte. Ja, wir haben damals darauf hingewiesen, dass man die Schlüsse, die aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung abgeleitet haben, nicht teilen. Man kann ja immer auch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Wir haben aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die uns vorgelegen hat, ich habe sie auch noch sogar dabei, wenn Sie noch einmal reingucken wollen, Herr Hahn, wir haben gesagt, wir teilen die Schlüsse nicht. Und wir haben der damaligen Mehrheit vorgerechnet, dass die zu zahlenden Mieten sich Jahr zu Jahr aufkumulieren und dass dann im Jahr 2023 und dann die CDU hat allein regiert. Das habe ich nicht. Nein. Sie brauchen sich doch nicht so aufregen. Also, wir haben Ihnen damals vorgerechnet, und zwar dem gesamten Haus, wenn Ihnen das lieber ist. Wir haben damals dem gesamten Haus vorgerechnet, dass die kumulierten Mietzahlungen ab dem Jahr Herr Dr. Hahn, ich bin noch viel lauter an Sie. Ich kann auch brüllen, ich will es aber nicht. Dass ab dem Jahr 2023 die kumulierten Mietzahlungen die Verkaufserlöse übersteigen. Das stimmt noch immer. Diese Berechnung war solide, und unsere Schlussfolgerung war und ist auch heute, der Verkauf war der damaligen Haushaltslage geschuldet, sollte dem Haushalt Luft verschaffen auf Kosten künftiger Haushalte. Das wollten wir nicht teilen. Wir haben den Ansatz der damaligen CDU-Regierung nicht geteilt, und wir haben auch heute keine Veranlassung, das zu tun. Aber ein Wort will ich doch sagen zu dem, was in die Zukunft geht. Wir wissen im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN und was uns auch von anderen Aufregerfraktionen hier im Haus unterscheidet, wir wissen sehr bewusst, dass man nicht alles das, was einem in der Vergangenheit nicht gefallen hat, zurückdrehen kann. Verträge sind nun einmal da, und Verträge wirken auch fort, auch dann, wenn sie einem nicht gefallen. Man muss dann schauen, wie man damit umgeht. Und da sind Frau Kollegin Effert, Sie müssen zum Schluss kommen. Und da sind wir bei. Der Vorschlag von dem Kollegen Hahn wird nach meiner Sicht, nach dem, was ich bis jetzt weiß, wir sind dabei, darüber nachzudenken, kann man einzelne Objekte nicht aus den Portfolios herauslösen. Das ist meine Kenntnis, die ich bisher habe. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit diesem Ganzen, wie mit allem umgehen. Hier geht der alte Satz, man ist hinterher immer klüger als vorher. Und dann müssen wir schauen, Ja, wir zu zweit, Kollege Schmidt, lasse ich jetzt einmal so stehen, waren damals schon klug. Aber Kollegin Erfurt, ich denke während der Redezeit nach.
Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich will nur versuchen, meinen Satz zu Ende zu bringen. Da hindern mich die Kollegen dran. Wir wollen uns dieser Verantwortung stellen und auch schauen, wie man dann klug mit Dingen umgeht, die man aus vergangenen Regierungen mitbekommen hat, und wie man das dann klug lösen kann. Und daran arbeiten wir. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht der Staatssekretär Dr. Worms. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Am Dienstag, dem ersten Plenartag, sind wir bereits mit zwei Tieren konfrontiert worden, und zwar dem Hasen und dem Igel. Als ich am Montag erstmals das Thema der Aktuellen Stunde der Linken gelesen habe, habe ich auch gleich an ein Tier gedacht, und zwar an Nessie, das Fabelwesen von Loch Ness. Sie alle kennen die Geschichte von Nessie, ein Wesen, das sich in den Tiefen von Loch Ness aufhält und dann und immer nur dann aus den Fluten auftaucht, wenn die Gazetten und Medien unter extremer Themenarmut leiden. Und das ist vor allem, wie man heute sieht, im Sommer der Fall. In diesem Dilemma scheinen sich auch die Initiatoren der Aktuellen Stunde befunden zu haben, indem sie versuchen, ein Thema zu reanimieren, das sich auf einen vor über 12 Jahren abgeschlossenen Sachverhalt bezieht, ohne dass zwischenzeitlich irgendetwas substanziell Neues dazu zu vermelden wäre. Stichwort Privatisierung. Natürlich kann man der Ideologie anhängen, dass eine Veräußerung von Immobilien im Landeseigentum grundsätzlich und prinzipiell abzulehnen ist, auch dann, wenn eine nach anerkannten Regeln durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung zu dem Ergebnis kommt, dass die Veräußerung von Bürogebäuden und deren Rückanmietung wirtschaftlich günstiger ist als deren Verbleib im Landeseigentum. Vorliegend ergaben und ergeben die Wirtschaftlichkeitsberechnung einen Barwertvorteil in einer Größenordnung von 250 Millionen €, das heißt 1/4 Milliarde €. Und Herr Schmidt, Sie sind viel zu intelligent, um nicht zu wissen, dass Sie es sich zu einfach machen, wenn Sie lediglich Kaufpreis und aufsummierte Mietzahlungen gegenüberstellen. Es ist ein Unterschied, ob Sie eine Mietzahlung heute oder erst in 10, 20 oder 30 Jahren leisten müssen. Das heißt, die Mietzahlungen über den Anmietungszeitraum müssen natürlich abgezinst werden, und man muss die Barwerte der beiden Varianten vergleichen. Und dies führt zu dem erwähnten Vorteil der Veräußerungsvariante von 1/4 Milliarde €. Auch heute. In Ansehung dieses Vorteils hat die damalige Landesregierung so entschieden, wie sie sich entschieden hat, und diese Entscheidung in einer groß angelegten, intensiven und detailreichen politischen Debatte auch erörtert und offengelegt. Und was oft vergessen wird, heute ist es Gott sei Dank schon hin und wieder erwähnt worden, die Verkaufsaktion spülte in schwierigen Haushaltsjahren 2,1 Milliarden € in die Kassen des Landes und versetzte den Haushalt so in die Lage, in wichtige Zukunftsthemen zu investieren, ohne dafür Kredite aufzunehmen und sich verschulden zu müssen. Meine Frage also, was kommt da heute Neues ans Licht? Stichwort Sanierung des früheren Sozialministeriums. Das Gebäude in der Dostojewski-Straße, in den Ende der 70er Jahre erbaut, muss ertüchtigt werden. Die Vertragsgestaltung dazu sieht so aus, dass die Instandsetzung in Dach und Fach dem Eigentümer, dem Vermieter, die übrigen Instandsetzungsmaßnahmen dem Mieter, also dem Land, obliegen. Diese Aufteilung hat natürlich ihren Niederschlag in der Höhe des Verkaufspreises gefunden. Und sie ist darüber hinaus auch sinnvoll, und sie ist klug. Denn so können die Unterhaltungsaufwendungen jenseits von Dach und Fach, anders als bei normalen Mietverhältnissen, Anlass
und bedarfsgerecht vom Land geplant und durchgeführt werden. Und natürlich ist diese vertragliche Splittung in der Instandhaltung von Anfang an offengelegt worden. Ich verweise hierzu nur auf den Antrag der Landesregierung nach § 64 Absatz 2 LHO anlässlich des Verkaufs der ersten Leo-Liegenschaft der Gutleutstraße. Meine Frage daher, was kommt da Neues ans Licht? Stichwort haushaltsrechtliche Absicherung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. In der Sitzung des Haushaltsausschusses in der letzten Woche gab es Fragen, ob und inwieweit die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Haushalt dokumentiert sind. Ja, der Haushalt weist diese Maßnahmen aus. Auf Basis einer ES-Bau vom 26. Januar 2016 wurde sie mit einem Gesamtvolumen von 19 Millionen € in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen und im Doppelhaushalt 2018-2019 entsprechend fortgeschrieben. Also meine Frage auch hier, was kommt hier Neues ans Licht? Was die Frage der Rückabwicklungsmöglichkeiten angeht, Herr Hahn, Sie haben sie angesprochen, gilt natürlich der alte Grundsatz Pacta sunt servanda. Und selbstverständlich ist die Landesregierung dabei, künftige Nutzungskonzepte zu erstellen und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Möglichkeiten und Grenzen der Leo-Liegenschaften zu berücksichtigen. Ich komme daher zum Schluss und wiederhole meine Einschätzung. Die Aktuelle Stunde stellt einen zwar bemühten, aber doch untauglichen Versuch dar, mit einem abgeschlossenen Sachverhalt ohne jedweden zwischenzeitlichen Neuigkeitswert einen Sturm an künstlicher Empörung zu entfachen. Dieser untaugliche Versuch ist begriffsnotwendig erfolglos geblieben und gescheitert. Was dabei herausgekommen ist, ist kein Sturm, sondern bestenfalls ein kleines Lüftchen, und dies auch nur im Wasserglas. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, herzlichen Dank. Es gibt zu diesem Punkt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte beendet.